da porta canto. Ich bin Ellen, ich bin Theaterpädagogin und Regisseurin und im Projekt Ankommen ist WLAN die künstlerische Produktionsleitung und Dramaturgin. Also der Ursprungsgedanke kommt total aus dem Grips. Wir haben diesen Antrag geschrieben und das Projekt hat sich ja auch total gewandelt und geändert. Was eigentlich total schön ist, dass das Grips uns da die Freiheit auch gegeben hat, ist mitzugestalten und mitzutragen mit allen Leuten, die sozusagen in das Projekt auch mit gestartet sind. Also Theresa kam dann mit ins Boot und dann ist natürlich gleich die theaterpädagogische Abteilung ist dann erstmal dafür zuständig, im Grips machen wir ja immer, so Recherche zu machen. Ne? Und wir haben Recherche-Workshops gemacht in Schulen und haben Jugendliche interviewt und haben sie gefragt und vor allem zum großen Thema Ankommen. Was bedeutet Ankommen? Was heißt das für euch? Und so ist auch der Titel entstanden, Ankommen ist WLAN, weil die natürlich alle gesagt haben, naja, für mich ist voll wichtig, vernetzt zu sein mit meinen Freunden, mit meinen Freundinnen irgendwie. Deswegen, du brauchst halt WLAN. Aus den Workshops haben wir dann sozusagen die erste Werkschau gestartet und sind in den Probenprozess gestiegen, was natürlich auch spannend war, weil auch da schon viele verschiedene Einflüsse reinkamen. Aber für uns war es dennoch halt komisch, weil wir wussten, okay, Robert und Musee, die sind schon on board und wir wissen ja auch, sie gibt es, aber sie sind natürlich noch nicht so dabei. Und dann haben wir gedacht, okay, aber wie können wir die trotzdem irgendwie mit reinnehmen? Und so haben wir dann mit ihnen natürlich vorab schon mal kommuniziert und sie haben auch Videos gedreht aus Uganda, um schon mal so ein bisschen so eine Verbindung zwischen den zwei Städten herzustellen. Und somit waren sie doch Teil der Werkschau. Es war eine einstündige, krasse Inszenierung. Die an sich schon super rund war. Natürlich standen wir dann da und haben gedacht, okay, ja, und jetzt geht's eigentlich weiter. Ne? Also es war auch ein bisschen absurd. Und der Gedanke war ja dann, dass wir ein Stück dieser Werkschau oder diese Werkschau an sich nach Uganda bringen. Und haben sozusagen dann so ein, ich glaube, es waren dann 20 Minuten oder so, rausgepickt und haben das dann sozusagen mit auf die Reise genommen. My name is Sam Ziwa. I work for Uganda Pioneers Association as the Executive Secretary. Uganda Pioneers Association is a youth-based non-government voluntary service organization in Uganda that was started way back in 1989, basically to coordinate community-based development work through voluntary service. And over the years, that has been our line of operation. And through this, for ages, we've been in position to partner, collaborate with various partners. After our first 2 days in and around Kampala, the team from Grip Theatre will head to Arua, which is 8 hours drive from Kampala, and
we will have our first night in a hotel in Arua town, and then the following morning, that's the Monday 11, we shall head to one of our first schools in the refugee settlement in a place called the Omugo Overnight Shelter. What is arriving? Which is managed by the various refugee management agencies, including the Office of the Prime Minister. And then we shall, it's a 2 hours drive from Arua on a rough road. It's a Maram road, not tarmac. So I expect that the team will be exhausted at the end of the day, and hotter sometimes, more than in Kampala. The northern part of Uganda is real dry and hot. So from the first resettlement place, we shall come back to Arua, that's on Monday evening, and then back to our hotel, and then the following morning on Tuesday, we shall head to another school. That will be MVP Senior Secondary School, also another resettlement place. A couple of hours, probably 2 hours drive also from Arua. And then a Wednesday morning, the team will see themselves back to Kampala. Wir haben dann all diese Erfahrungen gemacht, waren in Uganda 2 Wochen, sind zurückgekommen, das war Mitte Februar, und tatsächlich gab es dann eigentlich erstmal eine lange Pause, bis Anfang Juni die nächste Probenphase stattfinden sollte. Also erst dann kamen Mosé und Robert nach Deutschland, und klar, ich und Theresa haben uns ausgetauscht, und natürlich war auch die große Frage, also erstmal müssen wir Sachen auch sacken lassen, weil das, was wir hier gesammelt haben, also von den Jugendlichen, und das, was wir dort gesammelt haben, auch zum Teil so konträr war oder auch so anderes Material einfach, dass wir auch noch nicht genauso wussten, wie kriegen wir das zusammen. Die zweite Werkschau war eine Probenphase von 3 Wochen. Wir hatten ungefähr 3 oder 3,5 Wochen, irgendwie Anfang Juni bis, also nicht den ganzen Juni. Es war ziemlich viel los, weil es waren 50 Jahre Krips-Festivitäten, und innerhalb dieser Festivitäten hatten wir eben auch eine Werkschau für das internationale Symposium, also die Besucher, und haben innerhalb dessen sozusagen wirklich ein Work in Progress gezeigt. Und es war wirklich deshalb wegen ein Work in Progress, weil wir waren nicht mal auf der Bühne, wir waren auch in Podeville wieder auf der Probebühne und haben uns auch erstmal vor allem kennengelernt. Und weil wir hatten zwar diese KünstlerInnen-Workshop in Uganda, aber tatsächlich, die kannten Theresa ja auch noch nicht, wie arbeitet Theresa, und es war wirklich auch so dieses Kennenlernen, dieses Theresa-spezifische, sie erstmal zusammen im Kreis treffen und jeder berichtet erstmal, hey, wie geht's, wie bin ich hier angekommen, irgendwie, man meditiert noch eine Minute. Ich glaube, das war schon wichtig auch. Ich glaube, es war auch wichtig, dass so viel wie möglich von den Leuten da waren. Es war natürlich auch cool, weil Raisa auch oft da war und so. Es war einfach super, dass wir uns da so eingegroovt haben und uns so als Team so wirklich gefunden haben auch so. Und so ist die Werkschau auch entstanden. Ne? Jeder hat was reingegeben, mit Themen sich auseinandergesetzt. Auf jeden Fall, jeder hat aber was reingebracht. Also wir haben uns von unseren eigenen Ausgangspunkten quasi auch so ein bisschen hinterfragt, was bedeutet Ankommen, und ich glaube, da ist auch die Szene entstanden von Robert, so I'm a black man in a white world, weil das natürlich auch was mit Ankommen zu tun hat. So, you know, I'm a black man in a white world,
And I'm so glad that I'm still alive. Of which I know, I don't know how long would this last. But I know that I belong to any space, everywhere. Habe aber auch wahnsinnig tolle Rückmeldungen bekommen. Ich glaube, wir konnten viel mit diesen Körpern auch spielen. Ich meine, das ist natürlich eine krasse Präsenz. Auf einmal waren da halt die Musiker, die eh so isoliert waren auf ihren kleinen Musikerinseln, Musikerinneninseln. Und dann halt natürlich diese drei schwarzen männlichen Körper auf der Bühne und diese eine weiße Frau. Das macht natürlich auch was auf einmal mit Konstellationen, mit Beziehungen. Und ich meine, was erzählen wir? Ne? Also ich meine, das ist ja auch... Es geht ja nicht nur um Schwarz-Weiß, es geht ja auch um Mann und Frau und irgendwie diese Utopie, die wir gesponnen haben. Ist es möglich, dass wir uns begegnen, ohne quasi uns mit Vorurteilen zu begegnen? Das war also dieses Gefühl, dass wir ein Stück haben, das kam tatsächlich, glaube ich, erst in der Probenphase vor der Premiere. Also wir hatten ja dann diese 3 Wochen im Juni und dann ging es ja wieder los Anfang August. Bis eben 11. September war Premiere. Und in dieser Zeit, also zwischen Ende Juni und Anfang August, haben ich und Theresa uns halt Texte hin und her geschickt und Skripte. Und natürlich haben wir natürlich auch immer überlegt, wie gehen wir mit der Zweisprachigkeit um. Weil natürlich waren auf einmal die Proben alle in Englisch und Deutsch. Und natürlich, manche Texte waren auf Deutsch, manche waren auf Englisch, manche Szenen waren, da haben wir von davor übernommen, die waren auf Deutsch. Ne? Manche waren eher eine europäische Perspektive, andere waren natürlich eine ugandische Perspektive, wenn man so will. Also es war sehr fruchtbar von allen Seiten. Und ich meine natürlich auch von der Musik, die waren halt, ne? Es und Micha sind halt ein powervolles Team und die hast Musikprobe und dann hauen die halt so was Krasses raus und produzieren halt da was, ne? Ja, wie das so ist in so einem Theaterstück, natürlich am Ende sind alle Sachen auch nochmal rausgeflogen. Manche Sachen sind natürlich rausgeflogen und Szenen wurden gestrichen, Videomaterial wurde nicht verwendet und so weiter und so fort. Wir haben tatsächlich, als wir dann auf der Bühne waren und die Premiere rauskam, es war halt mega geil, ne? Der Saal war halt super voll. Und nach hier, in this world. Are you ready to Ja, Mann! Ja, Mann! Ich sag's dir, Arthur! We have to move. Ja. Well done. Okay. Geil. Geil, 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 geil. Danke. War doch cool, oder? Ja, ja, ey, das haben wir verdient. And you were great! Yeah! Yeah. Hey, nice. Scripps hat eine Kooperation mit dem Theater Brandenburg. So wurde von Anfang an halt geplant, dass Ankommis WLAN
in Brandenburg spielt, was politisch, glaube ich, richtig geil ist. Also dieses Stück nach Brandenburg zu bringen und dort auf die Beine zu stellen, ja, wichtig. Und dann kam Uganda 2. Und dann ging es schon los, dass ich quasi dann ins Hotel eingecheckt und haben dann gewartet, bis die Crew dann nachts auftaucht. Und da kam dann schon die Nachricht, dass Nina krank ist. Darum will ich frische Luft schnappen, keine Deprivation wegen Frust haben. Was Benzer mir reicht im Bus fahren und trainiere in meinem Inneren meine Geduldsfaden. Denn ich habe keine Zeit für deine Stressablick und erklär mal bitte, warum hast du immer ein Messer mit? Wenn du Action aus dem Weg gehst und nicht provozierst, sagst du, dass du ein Kämpfer bist. So viel Zeit hab ich sinnlos weggeschmissen. Theresa ist wie eine Eins, Gott sei Dank, in... reingesprungen und dann hat Ninas Part halt komplett auswendig gelernt. Das war halt richtig geil. Ich bin quasi in Theresas Regierolle geschlüpft. Und das war halt zum Beispiel richtig geil in Kampala. Also richtig, wir haben zwei richtig geile Shows gemacht. Die waren der Hammer. So ist meine Kultur, das ist unser Ding. Schöne Grüße gehen an Dr. Martin Luther King. Zeigt Menschlichkeit, weil das Leben leider nicht für unendlich bleibt. Hass, Gier und Missgunst sind echt nicht nice und stresst dich weit bei Ärger und Verletzlichkeit. Du fragst dich, wie ich meinen Nächsten liebe. Ich zeige Nächstenliebe. Was für Angst vor Fremden, was Xenophobie. Es hat einfach funktioniert. Wir haben ein Stück geschaffen für beide Jugendliche. Also für die ugandischen Jugendlichen und für die deutschen Jugendlichen. Beide haben es gefeiert und konnten sich identifizieren und alle konnten was rausnehmen und ja, was sie auch so super empowernd empfanden und so. Also das Feedback war echt cool. Also wenn sie gemeint haben, geil, es gibt mir voll Hoffnung und es gibt mir Kraft und es gibt mir eine Perspektive und ja, ich kann mich damit identifizieren und so. Das war richtig geil. Ich glaube, die zweite Reise nach Arua, die war super herausfordernd. Die Voraussetzungen vor Ort waren ganz anders, weil es waren auf einmal doppelt so viele Menschen. Also SchülerInnen, die hatten überhaupt keine Ahnung, was wir da machen.
Die Idee war ja auch, dass wir was zurückgeben wollen. Das war ja die Erfahrung vom ersten Mal, dass wir quasi Workshops anbieten wollen. Natürlich ist so eine Stunde, eineinhalb Stunden Workshop an einem Tag ist natürlich nicht ausreichend und vor allem dann in dieser steigenden Anzahl an Menschen. Das heißt, die Workshops, sonst machen wir ja Workshops mit 15, maximal 30 Leute. Auf einmal waren da 100. Obwohl wir uns dem Machtgefälle bewusst waren, was dieses Projekt mit sich bringt, also an Privilegien, Strukturen, finanziellen Mitteln, und wir versucht haben, damit sehr transparent und auch sehr kritisch mit umzugehen, hat es nicht gereicht, dass das Team auf die Situation vor Ort und vor allem auch auf die Bedürfnisse der Menschen vor Ort, vor allem in den Settlements, vorbereitet war. Es ist auf jeden Fall ein super besonderes Projekt gewesen. 2 Jahre in so einem Team gemeinsam zu arbeiten, das ist ein Geschenk. Wir waren so krass diverse Gruppe, also von Alter, von Herkunft, von also Perspektive, also wirklich. Und dass das natürlich nicht konfliktfrei dahergeht, ist keine Frage. Aber das Produkt, das Stück, das war gelungen. Und das war schön und das, auch der Prozess war ein schöner. Wir haben eigentlich diese 2 Jahre mehr positive Erfahrungen gemacht als negative Erfahrungen. Und ich meine, jede Erfahrung ist auch eine Lernerfahrung. Ich glaube, wir haben alle einiges gelernt und nehmen einiges mit. An den Jungen, mach die Luft in deiner Lunge zum Benzin für die Maschine. Ich bin auf der Spitze eines Berges und blicke über die Welt. Ich gehe von hier nicht mehr weg. We will stay. Wir lassen uns nicht mehr verunsichern. Mir egal, ob ich dein Like bekomme. I don't care if you don't like what you see. Mir egal, ob dir gefällt, was du hier siehst. I don't care if you're afraid of everything new. Mir egal, welche Parolen in deinem Stammtisch ruft. Mir egal, ob ihr immer noch Angst habt vor dem, was neu ist. Mir egal. I don't care. Mir egal. I don't care. Mir egal.